So Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt's mal, ein komisches, süßes Video zugleich. Heute gibt's mal ein Video von dem hier und was es alles damit auf sich hat, das erfahrt ihr gleich nach dem Intro. So, also, erstmal zur Erklärung. Wir waren gestern bei Röder Feuerwerk. Ich, der. Du, der Dennis Pyro. Explode. Also, ich, ne, was denn hier? Dann der Böllercheck, Mrs. Böllercheck und der Pyrocheck waren wir bei Röder Feuerwerk, ja. Und, also erstmal, ich habe so krass viele Leute von euch getroffen. Und. Ich weiß gar nicht, wie ich hier anfangen soll, wie ich das erzählen soll. Shoutout an den Flipflop da unten. wie fange ich hier am besten an? Also, hier gucken wir auch alles gleich uns nochmal an. Das war ein Überraschungspaket von Röder, was jeder bekommen hat. Ein Willkommenspaket. Dann habe ich hier das YouTuber-Paket. Dann habe ich hier sogar bei der Tombola gewonnen. Hier können wir anfangen. Mit dem Party-Popper-Set. Ist leider schon gewuschelt, weil das lag in meinem Rucksack. Und dann haben mir sogar noch zwei unfassbar süße Leute hier so ein Paket zugesteckt. Aber ich denke mal, wir fangen erstmal hier mit den Tütchen an. Dann guck mal hier mal rein. Ah, Jonas, du kannst ja hier mal reingreifen und da was rausholen hier. Ah. Ui. Also Röder hat auf jeden Fall diesen Silvester, Make Silvester Great Again Sticker verteilt in der, wie nennt man das, Bann? Dieser Begrüßungstüte. Ja. Dann war hier noch natürlich standardmäßig die Liste. Und hier stehen vorne noch Informationen drauf. Aber hier war die Liste und hier alles, was alles geschossen wurde. Es war richtig, richtig krank. Also wenn ihr das Video hier gerade seht, dann ist es wahrscheinlich schon online. Dann könnt ihr das euch ja gönnen, dann mache ich hier oben eine Infocard und, ne? Und, was haben wir hier noch? Das ist, ich weiß nicht, ich feiere das hart. Hier noch Luftballons mit Make Sylvester Great Again. Ah, hier ist es falsch rum. Da. Und dann sogar noch ein Feuerzeug mit Röder. Oder Make Sylvester Great Again. Ich finde ja das so geil mit diesem Merch und diesem neuen Make Sylvester Great Again. Ja. Also Shoutouts an Heiko, das ist richtig geil. Und dann hier noch ein Stift. Ja, von Röder. Und das war, hier waren natürlich auch noch Fireballs drin, aber die hat dann Böllercheck verzündet. Sage ich jetzt mal nichts zu. Ja, aber jetzt kommen wir zum YouTuber-Paket. Und hier bin ich gespannt, weil hier ist was, was ich noch nicht gesehen habe. Erstmal wieder Luftballons. Dann schon einen The King Drink, den habe ich mir noch einmal einzeln gekauft. Oh, mein Pullover ist so lang. Und der ist erstens vom Design her richtig schön. Das kann man anbieten, ja, oder? Durchaus. Also, der The King war ja schon geil, aber das hier ist ja nochmal ein Stück geiler und der schmeckt auch gut. Dann war hier auch eine Packung Schokolino oben drauf, die hat mir auch Böllercheck entwendet. Ja, gut. Dann gab es hier, das ist natürlich auch was richtig geiles. Also es gab hier ein Gratis-Getränk und darunter noch ein Gratis. Oh, was? Es gab einen Pulled Pork Burger? Und ich habe es nicht eingelöst. Ja. Weil ich so viel mit Leuten verdammt. Naja, egal. Dann wieder ein Make Sylvester Great Again. Dann ist hier ein Zettel. Mal gucken, ob hier nicht mein Name oder so draufsteht. Nö. Hier ist nur für den YouTuber-Contest. Ah, ich weiß nicht, ich glaube, ich mache da nicht mit, weil das ist. Ich schaffe das nicht vom Hochladen und vom Schneiden her. Ja, also hier steht noch mal alles zum YouTuber-Contest. Auch krass, dass man bis 150€ Gutscheine gewinnen kann, also. Das ist schon heftig. Dann sehe ich hier schon wieder einen Kuli. Der ist gut für Arbeit und Schule, den brauche ich. Ja. Oder Feuerwerk. Wieder ein Feuerzeug. Geil. Doppelfeuer. So, aber jetzt, alle fragen sich natürlich, was ist das? Nochmal Make Sylvester, nochmal viel mehr Make Sylvester Great Again. Also, ich denke, von der Form her wird es wahrscheinlich
entweder das Pyro-Schwein sein oder eine Tasse. Aber es ist so oder so alles geil. Jonas, du musst hier mal deines Amtes walten. Sag mal, Pyro-Schwein. Oh, das sieht nach Pyro-Schwein aus. Ja, ey. Als ob. Im YouTuber-Paket. Oh, da sieht man uns. Ja, moin. Hallo Jonas, man sieht dich da am besten. Das Pyro. Oh, das ist ja richtig süß. So kann ich jetzt auf jeden Fall Geld sparen für Feuerwerk. Aber wir wussten es schon irgendwie, dass es das Pyro-Schwein ist, oder? Ah, das ist. Also, das finde ich schon. Man macht ja quasi nichts, man ist ja nur YouTuber und bekommt. Na, okay, ja, gut. So, und jetzt kommen wir natürlich zu den süßen Highlights, sag ich mal. Also, das. Gut. Also, das ist. Ich glaube, wir fangen mal mit dem Paket an von The Fireworker 8, was ja ein unfassbar treuer Zuschauer von mir ist. Der hat mir hier so ein kleines Paket zugesteckt. Hier waren noch überall Visitenkarten drauf, aber die sind leider abgefallen. Aber er hat mir auch noch dazu welche gegeben, zeige ich auch gleich nochmal. Ich würde mal sagen, mach das mal hier auf. Ich bin echt. Nee, da. Oder? Ja, mach weiter. Geht auch. Hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, weil ich habe gedacht, hier. Der Pyro Explode am Auspacken. Klingt professionell, wie man. Ich weiß es auch nicht, genau. Verdammt. Ja. Ja. Jonas, würdest du mal bitte hier auf das Mikrofon gucken? Ist das überhaupt an? Leuchtet ja, das grün? Oh, okay. Ich habe mir jetzt gerade Sorgen gemacht. Ich mache mir Sorgen, dass das Paket nicht mehr aufgeht. Und diese Unboxing-Skills, alter Schwede. Ja. Was ist das auch für ein eigenes Paket? Das ist. Oh, vor allem guck mal hier, so als Zwischenzeit, ne? Nicht mal unten, ne? Oh, wie süß. Na, das ist auf jeden Fall unten hier. Ja, na eben. Kannst du das mal aufzureißen? Geht das? Ja, so. Ah! Oi. Ja, oh, guckt euch das an, Leute. Oh nein, ich finde das so süß einfach, ne? Ich wusste auch gar nicht, wie ich drauf reagieren soll, weil einfach zwei Leute mit so. Also von dem wusste ich, er hat mir vorher noch geschrieben. Aber ich wusste nicht von ihm so. Das kam. Oh, so voll süß. Oi. So. Was haben wir? Boah, das ist gut eingepackt. Das wird auch ein langes Video. So, Verpackungsmaterial. Ey, das wäre doch voll nicht nötig gewesen, Mann. Oh nein. Guck mal. Also hier sind auf jeden Fall Feuerwirbel mit einer grauen Lunte. Schon. Hier nochmal Feuerkreisel vom Keller. Geil. Rory Tatum. Dann haben wir hier. Was ist das? Gruselfeuer? Starkids, guck mal. Starkids. Von Feistel oder von Vekus ist die Frage. Was? Made in? Hm. Oh, das ist Piepenbrock, also Feistel. Müsste Feistel sein. Dann hier ist noch ein bisschen Kleinkram. Feuerringe von Nico, man kennt sie und die sind auch super geil. Oi, was haben wir denn hier? Vorsicht, wichtig. Okay, das machen wir mal voll hier. Oh ja, stimmt. Oh, das habe ich so voll vergessen. Guckt mal. Oh mein Gott. Hersteller Präsident Pyro. Ja, ich verlinke ihn euch überhaupt mal. Er heißt auf YouTube Präsident Pyro, auf Instagram The Fireworker 8. Die Pyro-Welle funktionieren nur, wenn man ein Pyro ist. Oh, ich finde das so niedlich. Jonas, äußere dich doch mal zu denen. Ja, ich kann mich nur positiv äußern über dieses wundervolle Paket. Ich sollte es anders sagen. Was haben wir hier? Starkids. Oi. Alter, zwei Packungen? Zwei Packungen? Oh. Ja. Was, sogar von Veko? Was? Oh, da kommt schon die Tonerde, oder? Bin ich blöd? Nee, sogar von Veko, Alter. Komm, nimm du mal was raus und pack mal aus. Ich film mal hier lieber. Das ist ganz schön anstrengend. Alter Schwede. Ey, auf jeden Fall schon mal danke für alles, Leute. Also auch für alle, die ich getroffen habe oder so. Ich habe es ja bestimmt schon im Röder-Video gesagt an sich. Mega krass von euch, wirklich. China D von Keller. Schon als Komet? Ja, schon als Komet. Also so die aktuellen mit. Und wir machen jetzt Doppel-Unboxing. Du was, ich was.
das Video auch ein bisschen. So. Oh, Feuerringe, wieder Feuerringe. Oh, da habe ich jetzt richtig viel. Das ist so geil. Geil. Oh, danke schön. Oh, was ist das? Keller? Die hatte ich ja noch nie. Ei. Sehr krass. Die hatte ich noch nie. Hattest du die schon mal? In so einem Sortiment sind die ja, doch immer, ne? Ja, das sind aus dem Sortiment. Oh. Okay, dann unbox mal das, wo drauf steht Vorsicht, wichtig, da ist noch so ein Paket drin. Ich weiß auch schon, was es ist. Hier scheint was... Alter! Wieder Keller. Was? Achso, ich mag das. Was ist das denn für ein Cover? Aber dieses selbe Cover... ich fühle mich wie an Weihnachten. Nein! Super Böller B, wieder Keller. Und da. Oh, ist das süß! Guckt euch das an, Leute. Oh, hätte ich eine Vitrine, würde ich das da reinstellen, ne? Hallo, lieber Dennis Pyro. Ich hoffe, dir gefallen die Artikel aus dem Paket und du kannst etwas damit anfangen. Mit vielen Grüßen, dein Präsident. Ey, Leute, wenn das nicht süß ist, dann weiß ich nicht weiter. Ey, ohne Spaß. Also Jonas, das ist, komm. Ja, selbstverständlich. Das, aber selbstverständlich, das ist süß. Und, da ist noch ein was und dann noch ein paar Böllerchen. Bin ich jetzt mal gespannt. Denk dran, da steht Vorsicht drauf, also ja. Muss das auch vorsichtig. Vorsicht ist geboten. Die Aufregung steigt. Oh. Also gleich machen wir auf jeden Fall erstmal einen Cut, wir räumen das erstmal alles zusammen, dann machen wir noch das hier. Das ist wieder so ein Massen-Unboxing, das gab's schon mal bei mir. Oh, wie süß. Noch was? Pyroböller D. Hey, Pyroböller? Ist ja voll geil. Hersteller, Präsident Pyro, Importeur Dennis Pyro. Da kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich die importiert habe. I love Pyro. Und I love the Firework. Ey, nee. Oh, das ist... Nee, das ist richtig süß. Oh Mann. Leute, wir räumen erstmal kurz auf. Für euch jetzt eine Sekunde und für uns wahrscheinlich 5 Minuten Arbeit. Ja, bis gleich nach dem Schnitt. Und bis gleich. Los. Los. Cut ist vorbei. Ich habe einen blauen Mittelfinger. Danke dafür, Arbeit. Und jetzt ein Paket von Firework Germany. Hat nur Insta, also verlinke ich euch mal hier oben. Hier, genau da. Infocard und in der Videobeschreibung. Jonas, so geht das. So geht das. So muss man Unboxing machen, ja? Lernst du ja was dazu. Also, wir sehen hier schon auf jeden Fall wieder sehr viel Böller. Oh, das hatten wir ja auch noch nie. Gerade im Osten, ey. Sowas gibt's ja bei uns gar nicht. Und dann haben wir noch Keller. Schon als Komet. Kennt man ja. Oh, hier. Hier, die haben ja so einen schlechten Ruf. Die Schocks. Oh, vorne. Oh, ja. Oh, ein Premium-Böller aus dem Hause Leslie. Aus der feinsten Knallfabrik. Keine Ahnung. Wird nicht angegeben. Oh. Leute, ich wusste gar nicht, dass die schon... Hätte ich auch nicht gedacht, ne. Alter. Naja, dann haben wir hier was von Weco. Nach vorne zugestopft. Richtig schön, aber hinten schon Tonerde. Wenn man das etwas erkennen kann. Ey, guck mal, er packt ja so viel in das kleine Paket rein, das gibt's ja gar nicht. Dann haben wir hier 3 Raketen. Hier von Nico und eine von Weco. Oh nee, wie süß. Dann hier noch eine Junior Chico. Die kennt man ja auch und die gibt es ja noch in Massen und die ist ja, die sind einfach geil. Leute, die sind einfach geil. Dann hier Massener Pyro Cracker und von Weco hier diese Mini-Knaller, Knallketten da. Wie heißen die denn? Lady Cracker. Oh hier, Jonas, das ist für dich. Guck mal. Können wir auch gleich mal aufmachen. Alter, ich seh... Oh! Ui! Hä? Das hätte ich gar nicht erwartet, dass die eine Tonerde sind. Sieht man das? Aber vorne ist so... Vorne, ja. Also dick gewandelt irgendwie so. Guck mal, so richtig... Krass! Alter! Nochmal dasselbe hier. Dann ein paar China-Böller D von Keller.
Also hier schon als Komet, logischerweise, ne? Und so langsam sind wir hier auch schon am Ende. Nochmal von Weco, die sind, müssen nochmal die sein. Hier ohne Zündschnur, Premium. Keller und hier unten ist nochmal etwas älteres Keller. Mit dem Münchhausen. Ein Cover. Aber, lass jetzt mal meinen Kamerawechsel. Oi. So. Ja, der Jonas hat gerade komisch geguckt. Naja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich bin immer noch komplett überwältigt von dem Tag, von uns aus gesehen gestern. Stimmt, ich habe noch was vergessen. Weil ich habe auch so viel Zeug noch abgesahnt. Also wir, zum einen haben wir der Pyromatador wieder seine Visitenkarten gegeben. Ne? Oh Gott, hier noch mehr. Dann habe ich wieder den guten alten Pyrofreak 96 getroffen. Shoutouts, wenn du das siehst. Richtig geile Visitenkarten, das habe ich ihm gar nicht gesagt. Ey, die sind richtig gut. Dann, der Pyromotor war auch da und hat hier fleißig Buttons verteilt. Das ist natürlich schön. Oh, meine ganze Tasche ist voller Sticker und so. Dann, der liebe Lifestyle-Pyro hat mir das noch zugesteckt hier. Der alte Schlingel. Grüße auch. Alle verlinkt, Leute. Dann 1000 Kleber von Pyrofreak 96 und noch ein Lifestyle-Pyro-Button. Wie ich finde, doch sehr schön. Und ich glaube, da ist meine Tasche leer. Und da gibt es nur noch ein was zu zeigen. Jetzt muss ich mein Smartphone finden. Oi, wo ist mein Smartphone? Dennis auf der Suche nach dem Smartphone. Ich mache wahrscheinlich jetzt einen kurzen Cut. Bis gleich. Ich hab gefunden. Und jetzt fragt ihr euch, warum zeigt er mir das Smartphone? Ja, weil ich hier natürlich noch ein oder zwei Aufkleber von Silvester 2K sogar mit Unterschrift habe. Und ja, Leute, das war's auch schon. Also, ungelogen nochmal. Ich bin immer noch komplett sprachlos, dass wir so viele Leute getroffen haben und so viele nette Gespräche geführt haben und so viele geile Neuheiten gesehen haben. Wenn ihr bis jetzt noch nicht das Röder-Video gesehen habt, dann gönnt es euch auf jeden Fall. Es lohnt sich, würde ich mal sagen, oder? Und sonst bleibt mir nichts anderes zu sagen, als dass wir uns in einem nächsten Video sehen. Haut da rein, Leute. Bis dahin. Ich krieg mein Handy nicht in die Tasche. Und ciao.